Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir machen heute so ein Paracord-Überlebensarmband mit Hilfe von einem Metall-Edelstahl-Schäkel. Man kann entweder diese einfachen Verschraubbaren nehmen oder, was ich was besser finde, so verstellbare Schäkel, wo man dann auch noch die Größe ändern kann. Wir brauchen dafür wie immer eine Schere und ein Feuerzeug. Dann 2,40 Meter ungefähr Paracord und dann einen verstellbaren Schäkel. Ich gebe einen Link, wo man die finden kann oder wo man die kaufen kann, in die Videobeschreibung rein. Zu Beginn nehmen wir gleich einmal den Teil vom Schäkel her, wo die Löcher drinnen sind. Und ins letzte Loch gehen wir mit der Paracord-Schnur durch und ziehen so lange an, bis wir die Mitte vom Paracord haben. Also man sieht jetzt doch gut, ich habe da jetzt genau die Mitte genommen. So, dann legen wir uns schon den U-Bogen, also den zweiten Teil vom Paracord-Schäkel zurecht. Das U sollte wirklich nach oben schauen, also wie ein U aussehen. Und wenn wir schon ein Armband haben, dann können wir uns da gleich orientieren, wie groß das sein sollte. Wenn nicht, am besten man misst seinen eigenen Armumfang aus und weiß dann, wie lang das Armband werden sollte. So, wir legen jetzt das U-Teil in die beiden Schnüre rein und geben die rechte Schnur nach rechts auf die rechte Seite und die linke Schnur auf die linke Seite und machen da jetzt gleich den ersten Knoten, um dieses Teil zu fixieren. Das heißt, wir nehmen die rechte Schnur, machen hier einen schönen Bogen und gehen über diese beiden Schnüre drüber und legen es auf die linke Seite. Da ist immer ein bisschen blöd, das rutscht immer oben raus, also da muss man ein bisschen aufpassen. Und als nächstes nehmen wir dann die linke Schnur, gehen unter die rechte Schnur durch und in die rechte Schlaufe von unten hinein und dann können wir schon festziehen. Da auch wieder aufpassen, dass dieser U-Teil nicht rausgeht. Ja, und jetzt können wir das schon festziehen und damit ist das mehr oder weniger fixiert. Allerdings kann man auch jetzt noch die Größe ändern, wenn sie nicht ganz stimmt. Und nachdem das jetzt bei mir noch zu klein ist, muss ich jetzt noch ein bisschen Schnur nachschieben. Das heißt, ich nehme das Ganze an der linken und rechten Schnur und schiebe einfach die Schnur nach. Und dann ziehe ich das Ganze auseinander und damit wird das automatisch länger. Und das mache ich so lang, bis ich dann die gewünschte Länge erreicht habe. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das Ganze so ähnlich bei euch auch ausschauen. Und wir müssen jetzt weiter Knoten von oben bis unten machen und immer abwechselnd beginnen. Das heißt, wir haben vorher von der rechten Seite den Knoten begonnen. Das heißt, jetzt beginnen wir von der linken Seite. Wir machen wieder eine Schlaufe von der linken Seite, gehen mit der rechten Schnur über die linke Schnur drüber und von unten in die linke Schlaufe hinein und ziehen das Ganze wieder fest. Am Anfang sollte man ein bisschen aufpassen, dass die Knoten wirklich fest sitzen. Vor allem der oberste lockert sich recht schnell wieder und damit ändert sich die Größe. Aber ab dem zweiten, dritten Knoten passiert das eher weniger, aber trotzdem immer schauen, dass die Knoten relativ fest sind. Und sicherheitshalber kann man dann auch jetzt nochmal die Größe, die Länge kontrollieren. So, wir haben vorher mit links begonnen, das heißt jetzt beginnen wir wieder mit rechts. Wir machen also wieder eine Schlaufe mit der rechten Schnur, legen das Ganze auf die linke Seite, mit der linken Schnur gehen wir über die rechte Schnur und durch die rechte Schlaufe von unten durch und wieder festziehen. Und das Ganze machen wir jetzt so lang, bis wir unten keinen Platz mehr haben. Wir haben jetzt vorher mit rechts begonnen, das heißt jetzt ist wieder die linke Seite dran. Wir machen wieder eine Schlaufe, gehen dann mit der rechten Schnur über die linke Schnur und in diese Schlaufe rein. Und wenn man mal vergessen hat, mit rechts oder mit links begonnen, immer dort, wo diese Schlaufe ist, ganz am Ende, also hier auf der rechten Seite, dort muss ich auch wieder beginnen mit der neuen Schlaufe. Das heißt, jetzt wieder mit der rechten Seite beginnen und den Knoten machen. Und jetzt dann wieder von der linken Seite aus. Wenn ich das Ganze umdrehe, funktioniert das auch. Ich habe es jetzt einmal umgedreht. Das heißt, jetzt habe ich hier links wieder diese Schlaufe und muss damit wieder von links beginnen. Ich mache das mal weiter und wir sehen uns gleich. Wenn ihr das dann auch soweit habt, schaut bitte wirklich, dass ganz unten kein Platz mehr ist. Das heißt, da mache ich jetzt auch noch eine Schlaufe rein. Das sollte wirklich fest und eng anliegen.
Und auch da mache ich jetzt noch einmal eine Schlaufe, weil ich doch noch ein bisschen Platz habe. Und da sollte wirklich fast gar kein Platz mehr sein. Der letzte Knoten geht dann meistens schwer rein, weil es dann doch eng ist. Aber wenn man ein bisschen nachschiebt, dann geht das schon. Und damit ist dieses Paracord-Armband eigentlich auch schon fertig. Es ist natürlich auch recht robust, gerade durch diese Edelstahl-Schäkel, weil viele verwenden da so Plastikschnallen und das ergibt dann meiner Meinung nach auch weniger Sinn, wenn ich für ein Überlebensarmband Plastikschnallen verwende, weil die sollten ja dann doch auch ein bisschen was aushalten und dieses Armband hält dann doch auch etwas aus. Und zum Verschließen muss man ganz einfach nur diesen Stift vom Schäkel durchstecken, zwei, dreimal drehen und damit hält das auch wirklich fest. Und jetzt zum Schluss müssen wir natürlich noch die zwei Schnüre, die wegstehen, abschneiden. Und da kann ruhig ein bisschen mehr Schnur stehen bleiben, weil wenn wir das jetzt dann anschmelzen, sollte es wirklich gut verschmolzen sein, damit sich nicht das ganze Armband auflöst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr gerne auch auf den Abonnieren-Button klicken, weil es werden sicher noch weitere Tutorial-Videos zu Paracord kommen. Danke fürs Zusehen.